SVM-TV nach dem Auswärtssieg in Lüxem. Bei mir jetzt der Wurzende Georg Schuh. Schorsch sah lange Zeit in der ersten Halbzeit nicht so aus, als wenn es ein klarer 3-0-Sieg werden würde, oder? Nee, absolut nicht. Ja, absolut nicht, Jörg. Es war ein schwieriges Spiel, aber eigentlich haben wir das erwartet. Letztendlich ist es ein Pflichtsieg, wie man ihn halt eben einspielen muss. Und letztendlich dann auch in der nötigen Klarheit. Aber es war schwieriger, als es das Ergebnis sagt. Die Tore, kann man sagen, zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Das 1-0 kurz vor der Halbzeit, das 2-0 in der Phase, als Lüxem ja schon anfing platt zu werden. Danach war es einfach, oder? Ja, kann man so unterschreiben, wobei ich sagen muss, die ersten beiden Tore, das waren tolle Spielzüge, perfekt gespielt. Das waren dann auch gleich zwei Tore. Danach, also in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der ersten Viertelstunde, hat Bittich eigentlich sehr viel Druck gemacht. Nach dem 2-0 war das, ja, wie gesagt, ganz schön der Drops gelutscht und das 3-0 geht dann letztendlich auch in Ordnung. Aber wie gesagt, es war nicht so einfach. Da sieht man mal, wie es gehen kann. Letztes Jahr standen wir an der Stelle, wo Lüxem jetzt steht, oder fast so weit unten. Dieses Jahr sind wir ganz oben dabei. Je nachdem, wie es läuft, läuft es halt, ne? Das ist richtig. Wir haben uns oft genug darüber beklagt, dass dann in den entscheidenden Momenten, wenn man halt eben unten steht, dann das Glück auch nicht auf seiner Seite hat. Wobei ich heute nicht vom Glück reden würde. Letztendlich war es ein verdienter Sieg. Es war die reifere Spielanlage. Wir waren schon die bessere Mannschaft. Und von daher gesehen, denke ich mal, geht das schon in Ordnung. Aber generell ist es schon so, der, der um den Abstieg kämpft oder unten steht, der hat oft das Glück auch nicht. Und ja, das ist in der Regel so. Wobei, wie gesagt, heute war das sicherlich nicht entscheidend. Ja, die Buster eben noch angestellt, zwei Fässer für den Wirklich. Eine Chance. Ja, muss da vor der Halbzeit, muss das Ding natürlich rein. Ne? 42. Spielminute, Tor für den SV Moorbach. Neuer Spielstand 0-1. Torschütze der Spieler mit der Nummer 10, Marco Gräf. Oh. Oh nee! Oh nee! Ich geh! Oh, das ist doch nicht! Torschütze der Spieler mit der Nummer 11, Florian Galle. Ja. Ja, ja, weil wir jetzt Jan Brandscheid. Ja, Jan, wir kann reden, man kann sagen, Matchwinner, oder? Ja, der Sieg ist der ganzen Mannschaft. Ich meine, ich habe zwar das erste vorgelegt, zwei Elfmeter reingemacht, aber das war ja allgemein Arbeitssieg von der Mannschaft, sag ich mal. Hat gekämpft, ist wichtig gegen so eine Mannschaft. Ja, er sah halt so lange Zeit nicht gut aus. Da war Lüxem, hat er auch die besseren Torchancen gehabt. Aber dann so kurz vor der Halbzeit wurde er wieder besser und dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Man muss auch mal ein bisschen Glück haben, auch gegen so eine Mannschaft. Und wir haben uns davon nicht spüren lassen, haben einfach weitergespielt und es kam das gute Ergebnis dabei raus. Ich weiß, das hätte ich gern gehört in Moorbach, aber wohin führt der Weg dieses Jahr noch? Ach, also ich persönlich denke von Spiel zu Spiel. Klar hat man die Tabelle im Auge, aber man sollte jetzt nicht sich zu früh freuen, sag ich mal. Wir sind froh, dass wir da oben dabei sind. Es macht Spaß und die Spannung ist dabei. Weiter so. Gut, danke.